Türen zufallen. Ja, das ist cool. Wir beschreiben POPC als ein sogenanntes Mindset, seine Erwartungsansammlung, die wir ausbilden durch den regelmäßigen Gebrauch von Smartphones. Wir lernen, was wir damit tun können, in welchen Situationen es uns nützt, was für Formen von Vergnügen wir damit haben können. Und weil die Geräte eben sehr zuverlässig sind und jederzeit online gehen können, handeln wir im Alltag eben auch auf der Basis dieser Erwartung, jederzeit online gehen zu können, die Dienste, die Medien nutzen zu können, die uns wichtig sind. Und wir verlassen uns im Alltag eben stark darauf, dass das auch dann funktioniert, wenn wir es brauchen. Und genau das, diese Erwartungshaltung beschreiben wir eben als Mindset. Menschen denken, fühlen, handeln in der Erwartung, permanently online, permanently connected sein zu können. Also positive Effekte sehen wir reichlich. Wir vernachlässigen sie, finde ich, in der öffentlichen Diskussion ganz häufig, aber die wichtigsten sind sicherlich ein Zugewinn an Verbundenheit. Smartphones, die Art und Weise, wie Menschen das Internet nutzen, nicht nur WhatsApp, aber vor allen Dingen eben solche Messaging-Dienste, sind erstmal eine hochgradig soziale Technologie. Also heute ist es viel einfacher für Eltern und Großeltern, Kontakt mit ihren Kindern zu halten, auch wenn die nicht mehr zu Hause wohnen. Wir haben viel leichter Kontakt zu Freunden, die wir lange nicht gesehen haben, die weit entfernt wohnen. Also es gibt viel mehr Episoden von Kommunikation zwischen Menschen, die sich wichtig sind, mehr oder weniger wichtig sind, aber viel mehr Episoden von sozialer Unterstützung. Ganz viel Humor den Menschen über das Internet teilen, und das sorgt für einen Zugewinn tatsächlich an Chancen, Wohlbefinden zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das ist sicherlich der zentrale Nutzen, den viele, viele Menschen und damit auch Gesellschaft aus Online-Technologien ziehen. Und der zweite, im pädagogischen Kontext ebenso wichtige Nutzen, besteht in der Horizonterweiterung. Also der prinzipielle Zugang zu viel mehr Wissen, zu viel mehr Informationen darüber, wie es anderswo aussieht, wie Menschen anderswo denken, in welchen Kulturen Kreisen sie sich befinden. Dieser verbesserte Zugang stellt natürlich ungeahnte Möglichkeiten dar, auch im Sinne von sowas wie Kosmopolitanismus, Weltbürgertum, wirklich mehr über den Jenseits des Tellerrands zu erfahren. Wie gut wir diese Möglichkeiten nutzen, ist eine andere Frage, aber prinzipiell sind die Chancen, die damit verbunden sind, riesig. Und wir sehen natürlich auch viele Beispiele, wie auch gerade junge Menschen enorm davon profitieren, dass ihre Welt, in die sie reinblicken können, durch die digitalen Sphären so massiv erweitert wird. Ja, Herausforderungen bestehen sicherlich darin, dass die gewohnheitsmäßige Intensivnutzung und das viele Nachdenken über Online-Welten und Online-Kontakte tatsächlich geeignet sein können, die, sagen wir mal, Mitwirkung von Lernenden in Bildungssettings zu beeinträchtigen. Und zwar auf mehreren Ebenen. Das eine ist der Bereich Ablenkung und Prokrastination. Damit Lernen funktioniert, muss ich meinen Lernenden auch was zumuten. Unangenehme Aufgaben, langwierige Aufgaben, anstrengende Tätigkeiten. Und wenn über digitale Medien ständig die Verlockung da ist, etwas Leichteres, Interessanteres, Attraktiveres zu tun, dann haben gerade solche Lerner, die Schwierigkeiten mit Stoff haben, die sich nicht gut motivieren können, natürlich immer eine Versuchung vor der Nase, gegen die man als Lehrkraft irgendwie anarbeiten muss. Das ist eine zentrale Herausforderung. Oftmals reagiert Pädagogik darauf, indem sie versucht, das Lernen attraktiver zu machen. Aber das gelingt natürlich, wenn ich Kurvendiskussionen oder andere schwierige Mathe-Themen beispielsweise vermitteln muss, nicht so furchtbar gut. Deswegen ist eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Motivationspotenzial, dem Ablenkungspotenzial von digitalen Medien eine ganz zentrale Challenge für Pädagogik. Ja, genauso funktioniert es nicht mit dem Flipped Classroom. Also ich bin im Bereich, sagen wir mal, der systematischen Instruktionsplanung mit digitalen Medien nicht der Experte. Aber Flipped Classroom bedeutet für Pädagogen in der Regel deutlich mehr Aufwand als die konventionelle Lehrmethode, weil es eben nicht so ist, dass ich einfach aus dem Netz irgendwelche Bildungsinhalte als Grundlage schon mal nehmen kann. Die gucken sich dann meine Lerner zu Hause an und dann können wir im Klassenraum nur noch mal drüber reden, sondern Flipped Classroom oder ist ja auch nur ein Beispiel für Blended Learning Arrangements, also solche, wo digitale und herkömmliche Instruktionsmethoden harmonisch ineinander greifen sollen. Aber genau diese harmonische Integration systematisch zu planen, sodass sie auch für unterschiedliche Lerner mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Vorwissensbeständen und Motivationen gleichermaßen oder einigermaßen gleichmäßig funktioniert, ist unglaublich herausfordernd, und eine Erfolgsgarantie gibt es dafür sicherlich nicht. Eine Erwartung, die wir sehen bei vielen Intensivnutzern von Smartphones und solchen, die sich auf das mobile Internet eben sehr verlassen, besteht darin, dass die Toleranz dafür, dass was nicht klappt,
abzunehmen scheint, weil die gefühlte Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten und Problemlösekompetenzen, die das Smartphone ja verspricht, die Erwartung darin, dass dann auch im Alltag bitte schön alles klappen muss oder zumindest mehr klappen muss als früher, zugenommen hat. Also das Scheitern zulassen und scheitern können, auch neu zu lernen, scheint die Herausforderung zu sein, die mit dem Leistungsversprechen oder dem Unterstützungsversprechen des Smartphones in der Hosentasche verbunden ist. Eine Beobachtung, die wir nicht unbedingt bei Jugendlichen, vor allen Dingen eher bei Erwachsenen sehen, die was mit der Digitalisierung von Arbeitswelt insgesamt zu tun hat, aber die gerade über den permanenten Internetzugang, der in vielen Tätigkeiten mittlerweile möglich oder sogar erforderlich ist, sehen, ist das, was der Jenenser Kollege Hartmut Rosa als Beschleunigung charakterisiert, nämlich die Erfahrung, dass im Berufskontext, aber mittlerweile eben auch in optimierten Freizeitkontexten mehr Informationen in kürzerer Zeit bewältigt werden muss, um gut zu funktionieren, Ziele zu erreichen, sozusagen auch auf soziale Akzeptanz zu stoßen. Das heißt, wir alle haben das Gefühl, wir müssen die Röcke raffen, um schneller zu laufen, um unsere Aufgaben, unsere Rollen gerecht zu werden. Und digitale Medien spielen hierbei eben eine zentrale Rolle, weil sie eben die Beschleunigung an uns herantragen. Sie bringen mehr Kommunikation, mehr Botschaften, mehr Kreise, in die wir eingebunden sind, mehr Themen, mehr Herausforderungen, Aufgaben, mit denen wir uns in der gleichen Zeit sozusagen beschäftigen sollen, an uns heran. Und das heißt, dass über Smartphone und digitale Kommunikation Beschleunigung für ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer, aber eben auch für Eltern sehr konkret erfahrbar wird. Das soll man aber, finde ich, nicht damit verwechseln, dass das Smartphone per se das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie wir das Smartphone nutzen, nämlich für die Illusion, ich kann ja jetzt auf ganz vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, die erzeugt diesen Kommunikationsstress. Die Erfahrung, dass eben ganz viel soziale Verbundenheit und Unterstützung über digitale Kanäle einem zufließt, prägt natürlich auch Erwartungen und Gewohnheiten. Das geht aber bis hin zur Lösung von Alltagsproblemen, was Tickets kaufen angeht oder sich orientieren in einer fremden Stadt. Auch dafür verlassen sich ja viele Menschen auf das Smartphone. Und wenn die Gewohnheiten sich so stark ausgebildet haben, dass sich meine tägliche Dosis an Unterstützung, Freundschaft, Humor, Verbundenheit und Problemlösung über digitale Kanäle bekomme, dann reagiert die handelnde Person mit größerer Irritation, wenn diese Möglichkeiten einmal nicht gegeben sind. Also wenn der Akku alle ist oder das Telefon aus irgendwelchen Gründen kaputt ist. Weil dann das Gefühl stark wird, ich kann ja ganz viele Dinge nicht mehr lösen oder ganz viele Aktivitäten nicht mehr ausführen und Kontakt zu den wichtigen Menschen habe ich jetzt ja auch viel weniger, als ich gewohnt bin. Das mag objektiv nicht lebensbedrohlich sein, aber es ist ein sehr unangenehmer Zustand, der in auch eine neue gefühlte Hilflosigkeit münden kann. Haltungen, die Nutzerinnen und Nutzer entwickeln sollten, haben vor allen Dingen etwas zu tun mit dem sich vergewissern, dass der Smartphone- und Internetgebrauch noch, sagen wir mal, eine dienende, eine zielführende Funktion hat und nicht Selbstzweck ist im Alltag. Ganz viel gewohnheitsmäßige Nutzung passiert ja, ohne dass wir darüber nachdenken, ohne Reflexion. Und wer gewohnheitsmäßig nutzt, beziehungsweise sich stark von seinen Gewohnheiten leiten lässt im Mediengebrauch, gerät in Gefahr, erstens mehr zu nutzen, als ihm gut tut, zweitens in Situationen zu nutzen, wo andere Dinge eigentlich Vorrang hätten und drittens ganz wichtige Offline-Erfahrungen, die lohnend, die schön sein könnten, zu verpassen. Und das Gegenmittel ist sozusagen Haltung im Sinne von Achtsamkeit.